Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique und heute gibt es wieder ein Murder Mystery und Make-up Special. Falls du neu hier bist, jeden Montag und Donnerstag sitze ich hier, erzähle von einem wahren Verbrechen und mache dabei mein Make-up, um mich von diesen Fällen etwas zu distanzieren. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gern meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Das, was ich an Make-up verwende, für die, die es interessiert, findest du in der Videobeschreibung oder in Bildform auf meinem Instagram-Account. Und an dieser Stelle wieder ein herzliches Dankeschön an meine 37 Kanalmitglieder. Vielen herzlichen Dank. Es folgen demnächst noch ein paar Kinderfotos. Ich bin schon fleißig am Raussuchen. Am Montag haben wir ja über den Exorzismus von Anna Eklund gesprochen. Und auch da ging eure Meinung weit auseinander. Manche vermuteten eine Teilwahrheit in Verbindung mit einer psychischen Erkrankung. Andere glaubten da ganz fest dran. Andere wiederum sind zwar sehr gläubig und glauben es schon, aber haben dann halt auch ein bisschen Angst davor und wollen es lieber nicht so richtig glauben. Und das finde ich alles total fein und vertretbar. Allerdings hätte ich eine kleine Bitte. Das wird jetzt nur die wenigsten von euch betreffen, aber es ist mir wichtig und deshalb möchte ich es einmal sagen. Ich frage nach eurer Meinung, weil sie mich wirklich interessiert. Es gibt ja auch Sachen, die ich übersehen habe oder Theorien, die sich mir nicht erschlossen haben. Das sage ich ja auch manchmal so, hey, der oder die hat mich noch auf die Idee gebracht, ganz gut zu wissen. Doch jede einzelne Meinung, genauso wie meine, spiegelt nicht die Wahrheit wider. Niemand von uns kann felsenfest behaupten, so und so war es, alles andere ist Quatsch. Also wäre es einfach sehr schön und auch nett, wenn ihr eure Meinung so schreibt, ohne jemanden zu beleidigen. Sachen wie, ich glaube da total dran, sowas ähnliches ist in meiner Familie schon passiert. Oder, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Oder, ich glaube nicht, dass es so war, ich vermute, eine psychische Erkrankung ist die Ursache. Das ist alles in Ordnung. Damit sagst du deine Meinung und gibst gegebenenfalls auch noch eine Erklärung, warum du das vermutest. Doch sowas wie, ich glaube natürlich nicht daran, wer daran glaubt, muss schon sehr leichtsinnig sein, ist einfach nur beleidigend gegen jeden, der daran glaubt. Niemand von uns kennt die Wahrheit und es gibt immer einen Spielraum für andere Theorien und Möglichkeiten. Also verschließ dich doch nicht vor anderen Theorien, sonst bleibst du auf der Strecke und entwickelst dich nicht weiter. Na gut, genug Standpauke für heute. Heute geht es um einen wirklich sehr gestörten Mann. Und für die, die ihn nicht kennen, Warnung. Ich persönlich bin rangegangen und dachte mir kurz danach, wow, der ist echt irre. Und bin rausgekommen bei, wow, der ist echt irre. Tathergänge werden grafisch beschrieben. Es geht um Blut, Missbrauch, Verstümmelung, Mord, Kannibalismus, Nekrophilie und auch Gewalt gegen Tiere. Heute reden wir über Richard Trenton Chase. Dieser Fall wurde mir schon vor 4 Monaten von Bex vorgeschlagen und von Charlie D. auch nochmal vor 2 Monaten. Also wird's jetzt wirklich Zeit. Richard Trenton Chase wurde am 23. Mai 1950 in Santa Clara in Kalifornien geboren. Auf den meisten Seiten steht, dass er in Sacramento geboren wurde, doch laut einer forensischen Studie von der Radford Universität wurde er in Santa Clara geboren und zog dann später nach Sacramento. Er hatte eine jüngere Schwester, die aber auch nirgendwo auftauchte, außer in dieser Studie. Und bis zu seinem 3. Lebensjahr wohnte er mit seinen Eltern und seiner Schwester in einer Mietwohnung, bevor sie nach Sacramento in ein Haus umzogen. Das Familienleben war nicht besonders harmonisch. Sie hatten ziemliche Eheprobleme und im Alter von 10 Jahren fiel Richard dann das erste Mal auf, als er verletzte Tiere, darunter auch Katzen, tötete. Er zeigte zu dieser Zeit schon alle 3 Anzeichen für eine psychopathische, wenn nicht sogar soziopathische Erkrankung. Brandstiftung, Tiere quälen und Bettnässen. Bis zu seinem 12. Lebensjahr hatte sich seine Mutter schon in die Hände von 2 verschiedenen Psychologen begeben, weil ihr Ehemann, also Richards Vater, Drogen nahm und sie war davon überzeugt, dass er versuchte, sie mit seinen Drogen zu vergiften. Richard wurde immer mehr in die Probleme seiner Eltern mit hineingezogen. Als sie dann in finanzielle Schwierigkeiten gerieten und sogar das Haus verloren, war es zu Hause unerträglich. Richard trank ab da regelmäßig Alkohol, rauchte Gras und legte auch weiterhin Brände. Im Alter von 15 Jahren wurde er dann beim Kiffen erwischt und auch verhaftet. Er musste für 2 Jahre gemeinnützige Arbeit am Wochenende ableisten, was ihn natürlich nicht davon abhielt, weiter zu kiffen oder andere Straftaten zu begehen. Die Highschool schloss er dann mit mittelmäßigen Noten, aber trotzdem erfolgreich ab. Danach ging er dann auf die Universität und die schloss er ab mit einem
ich glaube, einem soliden Dreierdurchschnitt. Im Alter von 18, also jung, gar nicht schlecht aussehend, auf der Uni, ein ziemlich cooler Dude, immer Gras am Start, hatte er natürlich auch Interesse an Mädchen. Und sie waren jetzt auch nicht unbedingt abgeneigt. Jedoch bekam er keine Erektion. Er konnte machen, was er wollte, doch Richard Jr. wollte sich einfach nicht erheben. Damit ging er dann auch zu einem Psychologen, denn er wollte, aber er konnte nicht. Und das war unangenehm. Der Psychologe vermutete, dass es an unterdrückter Wut liegen könnte. Er vermutete aber auch eine psychische Erkrankung. Für Richard war das allerdings erstmal Erklärung genug. War ich in dem Moment wütend? Wut. Auf wen oder was hätte ich wütend sein können, dass ich keinen Hoch bekomme? Er konzentrierte sich also eher auf die unterdrückte Wut und ging zu keiner weiteren Therapiestunde. Mit 19, 20 wurde er dann zu einem Hypochonder, aber was für ein Hypochonder. Halten wir ihm zugute, dass er zu dieser Zeit wahrscheinlich so viel gekifft hat, wie die Leute am Wochenende von Woodstock zusammen. Dazu trank er Alkohol und nahm auch LSD. Er sagte, dass sein Herz ab und zu aufhören würde zu schlagen. Okay, dann behauptete er, dass jemand seine Lungenarterien gestohlen hätte. Okay, er glaubte auch, dass seine Schädelknochen nicht zusammengewachsen wären. Die wären lose in seinem Kopf und deshalb rasierte er sich auch eine Glatze, um das besser beobachten zu können. Und dann hielt er sich Tierorgane an den Kopf, weil er glaubte, dass er so durch die Lichtstreuung und den Austausch das darin enthaltene Vitamin C viel besser in sich aufnehmen könnte. Und wenn man Staub einatmet, dann legt sich das ja auch direkt aufs Gehirn. Wow, ist der irre. Ich meine, der ist eindeutig auf irgendeinem Scheiß hängen geblieben. Kinder, nehmt keine Drogen. Gerade als Teenager ist Gras für die Psyche nicht das Beste. Es kann sogar Schizophrenie hervorrufen. Mit 21 Jahren zog er dann mit seinen Kumpels zusammen. Er nagelte seine Tür und auch seine Schranktüren zu. Er ließ es aber auch weiterhin krachen und lief auch nackt durch die Wohnung, auch wenn Besuch da war. Selbst seine Kumpel fanden seinen Konsum und sein Verhalten unter aller Kanone. Und sie sagten zu ihm, Boy, ey, du musst jetzt hier ausziehen, das funktioniert alles so gar nicht mehr. Doch Richard zog nicht aus. Nö, nicht mit ihm. Er bleibt da schön wohnen. Wenn sie stört, sollen sie doch ausziehen. Und tatsächlich, alle anderen zogen aus und er blieb dann alleine in dieser Wohnung, die er sich natürlich nicht leisten konnte. Kaum waren die Jungs ausgezogen, fing er Tiere, tötete sie, weidete sie aus und aß sie roh. Warum? Nun, sein Herz schrumpfte und nur so konnte er sein Herz davor bewahren, weiter zu schrumpfen. Total irrer Dude. Weil er sich die Wohnung alleine nicht finanzieren konnte und auch sein Drogenkonsum extrem kostspielig war, zog er wieder zurück zu seinen Eltern. Als er 22 Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden und er fuhr erstmal in den Urlaub, also einen Kurztrip, nach Utah. Dort baute er einen Unfall und wurde von der Polizei festgenommen. Dafür saß er allerdings nur sehr kurze Zeit im Gefängnis. Ich glaube, er fuhr unter Drogeneinfluss und deshalb wurde er verhaftet, da bin ich mir aber nicht sicher. Kaum draußen ging er dann zu einer Party von einem Kumpel. Also der feierte bei sich und meinte, ey Richard, willst du nicht auch vorbeikommen? Klar. Und auf dieser Party fing er dann an, ein Mädchen zu betatschen, für die das nicht in Ordnung war. Also schmissen ihn die anderen Jungs raus. Aber Richard blieb nicht einfach weg. Nein, er kam wieder. Und die anderen Leute mussten sogar die Polizei rufen, um ihn zu entfernen. Währenddessen, während die Polizei ihn abführte, fiel ihm aus dem Hosenbund eine Waffe Kaliber 22. Richard, was zur Hölle hattest du mit dieser scheiß Waffe vor? Für den Waffenbesitz wurde er dann verhaftet, aber auch da war er nicht lange im Gefängnis. Sein Vater holte ihn auf Kaution wieder raus. Nach der Scheidung seiner Eltern zog er von Mama zu Papa und wieder zurück. Niemand konnte ihn lange ertragen. Und so schickte man ihn dann schließlich zu seiner Oma nach Los Angeles. Dort jammerte er aber auch über seine angebliche Hirnverletzung oder Kopfverletzung, diese losen Schädelknochen. Und selbst als seine Oma ihn dann nicht mehr ertragen konnte, schmiss auch sie ihn raus und schickte ihn zurück nach Sacramento zu seinen Eltern. Es tut mir leid, Leute, aber der Junge, der treibt mich in den Wahnsinn. Da müsst ihr euch selber drum kümmern. Ich ertrage es nicht. Er konsultierte dann auch weiterhin verschiedene Ärzte, aber
Die konnten alle bei ihm nichts Körperliches finden. Ein Neurologe, den er besucht hatte, kam dann zu der Diagnose, dass er unter einer schweren psychischen Erkrankung leiden würde. Eine paranoide Schizophrenie eventuell. Am 1. Dezember 1973 stand er dann im Krankenhaus und sagte: Hilfe, oh Gott, Sie müssen mir helfen. Jemand hat meine Lungenarterien gestohlen. Oh Gott, helfen Sie mir doch. Ich kann es nicht sagen, ohne zu lachen. Es tut mir leid. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht. Es funktioniert nicht. Die Krankenpflegerin nahm ihn dann wohl in den Arm und meinte, ja, wir kümmern uns um Sie, kommen Sie mal mit, und führte ihn gleich auf die psychiatrische Station. Dort hätte man ihm wahrscheinlich helfen können, aber er rief gleich nach seiner Mama. Und die holte ihr armes, verwirrtes, kleines Baby da sofort raus. Er nahm auch weiter Drogen und besser wurde sein Zustand dadurch ganz bestimmt nicht. Er war auch felsenfest davon überzeugt, dass er eine Wiedergeburt von einem der Brüder war, die Jesse James damals bei den Banküberfällen geholfen hatte. War er fest davon überzeugt. Ich meine, könnte sein. Er wurde wegen Wahnvorstellung in eine Klinik eingewiesen. Dort wurde eine Form von Schizophrenie bei ihm diagnostiziert. Bei einer Auseinandersetzung mit seiner Mutter schlug er seine Mutter und schubste sie zu Boden. Danach musste er sich dann eine eigene Bleibe suchen. Er war jetzt 25 Jahre alt und das Einzige, was er bis dahin gelernt hatte, war, welche Droge ihm am meisten gefiel. Sein Vater besuchte ihn dann eines Tages eher zufällig und fand ihn in einem sehr schlechten Zustand vor. Sein Vater rief dann für ihn den Krankenwagen und man stellte fest, dass Richard eine Blutvergiftung hatte. Doch wie war es jetzt dazu gekommen? Nun, als man sein Blut untersuchte, fand man Kaninchenblut in seinem Blut, wonach er nach der Blutvergiftungsbehandlung in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Er hatte sich selbst Kaninchenblut ins Blut gejagt. In der Psychiatrie erzählte er den Psychologen und Mitarbeitern von seinen Fantasien, Tiere zu töten. Und dann, haltet euch fest, wurde er mit einem blutverschmierten Mund aufgefunden. Er hatte Vögel getötet und dann ihr Blut ausgesaugt. Und ich krieg dieses Bild einfach nicht aus meinem Kopf. Sie gaben ihm da den Spitznamen Dracula. Bei ihm wurde neben der Schizophrenie auch eine Psychose diagnostiziert, die durch den ganzen Drogenkonsum ausgelöst wurde. Er war felsenfest davon überzeugt, dass wenn er kein Blut von anderen zu sich nehmen würde, sich sein Blut in Staub oder Asche oder irgendwas verwandeln würde. Dort machte er allerdings bei der Therapie mit und er nahm auch die Medikamente, die sie ihm gaben. Doch er wollte da wieder raus, weil wer ist schon gerne eingesperrt? Außerdem dachte er, wäre dort wegen einer Lebensmittelvergiftung. Und das wäre doch jetzt wieder gut. Der Arzt verweigerte jedoch erstmal die Entlassung von Richard, weil er halt eine Gefahr für sich und andere darstellt. Das gefiel Richard natürlich nicht, also flüchtete er. Man konnte ihn aber einfangen und wieder wegsperren. Kurze Zeit später, also wirklich nicht so lange danach, wurde er dann in die Obhut seiner Eltern übergeben, obwohl sich sämtliches Pflegepersonal dagegen aussprach. Also alle Pfleger sagten, um Gottes Willen, lass den nicht raus. Aber der Arzt entschied und die Eltern sagten, ja, wir kümmern uns um ihn. Die Eltern besorgten ihm dann eine Wohnung und bezahlten ihm halt auch alle Rechnungen und Unkosten und natürlich auch die Lebensmittel. Doch von den Medikamenten, die er bekam, war seine Mutter nicht überzeugt. Ach, so ein Quatsch, die brauchst du nicht. Komm, ich schmeiß die weg. Danke, Mutti. Vielleicht hätten sie ihm geholfen, vielleicht auch nicht. So werden wir es natürlich nie herausfinden. Im August 1977 wurde er dann von einem Polizisten angehalten. Er saß hinterm Steuer mit einem blutverschmierten T-Shirt. Im Auto befand sich noch eine Kuhleber, ein Eimer mit Blut und Waffen hatte er auch dabei. Doch er sagte zum Polizisten, ich war jagen. Und somit war es für den Polizisten wohl in Ordnung und er ließ ihn einfach weiterfahren. Vielleicht wollte er kein Protokoll schreiben oder sich Arbeit machen. Wer weiß das schon, er ließ ihn einfach gehen. Von da an, also August bis Dezember 1977, tötete er ungefähr 6 Hunde und Katzen. Manche hatte er extra gekauft, andere hatte er einfach gestohlen. Was er damit gemacht hat, muss ich jetzt, glaube ich, nicht erwähnen. Allerdings meldete er sich auch bei einem der Hundebesitzer, also bei der Familie, die hatten, glaube ich, Plakate aufgehängt, hat jemand unseren Hund gesehen und die belästigte er. Er rief sie immer wieder an, um sie zu belästigen.
Am 29. Dezember 1977 fuhr er dann mit seinem Auto herum. Er sah dann den 51-jährigen Ambrose Griffin und schoss zweimal auf ihn aus dem fahrenden Auto. Eine Kugel traf Ambrose mitten in die Brust, woran er dann starb. Und Richard fuhr einfach weiter. Einer von Ambrose' Söhnen hatte am Vormittag einen Nachbarn mit einem Gewehr oder einer Waffe gesehen und dachte, vielleicht hatten die Streit. Er meldete es auf jeden Fall der Polizei. Diese untersuchten die Waffe mit der Kugel, die sie in Ambrose sicherstellen konnten, konnten aber keine Übereinstimmung finden, weil der Nachbar war es ja nicht. Am 11. Januar 1978 beobachtete dann sein Nachbar ihn dabei, wie er tote Tiere in seine Wohnung brachte. Danach brach er dann in verschiedenen Wohnungen ein, also das machte er nebenbei halt regelmäßig, und durchwühlte die auf der Suche nach Wertsachen. Ich meine, ja, er war abgesichert von seinen Eltern, aber sein Drogenkonsum war ja mächtig und das musste ja finanziert werden und das wollten seine Eltern nicht machen. Scheiß Spießer. Er sagte dazu später zu der Polizei, wenn die Türen verschlossen waren, hieß es für mich, dass ich nicht willkommen war. Waren sie jedoch offen, hieß das für mich, dass ich willkommen war. Na, das ist ja einfach. Am 23. Januar 1978 tötete er dann Theresa Wallen mit 3 Schüssen. Sie war im 3. Monat schwanger und ihr Ehemann war auf der Arbeit. Theresa hatte gerade den Müll rausgebracht und so hatte sie halt ihre Tür nicht abgeschlossen. Und so dachte sich Richard, er hätte das Recht, sich Zutritt zu verschaffen. Als Theresa dann wieder ihre Wohnung betrat oder ihr Haus, schoss er 3-mal auf sie, wobei er sie dann 2-mal am Kopf traf. Danach brachte er ihren toten Körper ins Schlafzimmer und verging sich an ihr. Währenddessen stach er immer wieder mit einem Fleischermesser auf sie ein. Danach schnitt er sie auf, entnahm ihr die Organe und sammelte ihr Blut in einem Eimer. Diesen Eimer nahm er dann mit ins Badezimmer und badete in ihrem Blut. Das ist so eine kranke Scheiße, die er da abgezogen hat. Und es wird leider noch viel schlimmer. Danach schnitt er ihr die Brustwarzen ab und trank das restliche Blut von ihr aus einem leeren Joghurtbecher. Als er gehen wollte, fand er im Hof einen Hundehaufen. Diesen nahm er, ging zurück und stopfte ihr diesen Hundehaufen in den Mund und in den Rachen. Ich hatte euch ja vorhin von seinen Erektionsproblemen erzählt. Nun, Richard bekam nur einen hoch, wenn die Person tot war und er den Körper dann noch verstümmeln konnte. Am 25. Januar 1978, also nur 2 Tage später, stahl er dann einen Welpen, schoss ihm in den Kopf, trank sein Blut und zur Krönung legt er den toten kleinen Hund auf den Rasen von seinem Besitzer, weil er einfach ein sehr kranker ist. Wieder 2 Tage später, am 27. Januar 1978, brach er in das Haus von der 38-jährigen Evelyn Murrows ein. Im Haus befanden sich neben Evelyn noch ihr Nachbar und Lebensgefährte Daniel Meredith, ihr 6-jähriger Sohn Jason und ihr 22 Monate alter Neffe David. Evelyn nahm gerade einen Bad und Daniel passte auf die 2 Kinder auf. Er ging, warum auch immer, in den vorderen Teil des Hauses, da in den Flur, und da wartete schon Richard auf ihn und er schoss ihn in den Kopf. Er hatte ihn aus nächster Nähe erschossen. Dann klaute er ihm seine Brieftasche und seinen Autoschlüssel. Der kleine 6-jährige Jason war natürlich in Panik und er wollte zu seiner Mutter laufen, um von ihr gerettet zu werden. Aber Richard war schneller und er lief ihm hinterher. Im Vorbeigehen erschoss Richard den 22 Monate alten David und vor dem Schlafzimmer von Evelyn schoss er 2-mal auf den kleinen Jason. Auch ihn traf er 2-mal in den Kopf. Danach ging er ins Badezimmer und erschoss auch Evelyn. Die zerrte er auf das Bett. Sie missbrauchte er rektal und stach ihr immer wieder in den Nacken, um ihr daraus das Blut herauszusaugen. Pathologen fanden später eine ungewöhnliche Menge an Sperma in ihrem Rektum, was darauf hindeutete, dass er einen multiplen Samenerguss erlebt hatte. Nach dem Missbrauch stach er ihr mit dem Messer in den Anus. Er stach ihr auch in weitere wichtige Organe, worauf sich Blut im Unterleib sammelte. Den schnitt er dann auf und sammelte das Blut in einem Eimer. Daraus trank er dann auch das Blut. Und trotz dessen war er noch nicht fertig. Er suchte sich den kleinen David, den 22 Monate alten Jungen, brachte ihn ins Badezimmer und spaltete ihm über der Badewanne den Schädel, um dann Teile von seinem Gehirn zu essen.
Als dann eine Freundin von dem kleinen Jason an der Tür war, wahrscheinlich um ihn zum Spielen abzuholen, erschreckte sich Richard. Er schnappte sich den kleinen toten David und flüchtete dann in Daniels Auto, wo er vorher die Autoschlüssel geklaut hatte. Das kleine Mädchen erschreckte sich natürlich auch zu Tode. Sie lief zu den nächsten Nachbarn, um zu erzählen, was sie gesehen hatte, dass da ein Mann durch die Garage lief mit dem kleinen David und das Auto geklaut hätte und sie kannte diesen Mann nicht. Und der Nachbar, dem sie das erzählte, dachte sich halt auch, stimmt das? Stimmt das, was mir die Kleine erzählt hat? Ich geh mal rüber. Und ich glaube, diese Entscheidung bereut er bis heute. Als er dann gesehen hatte, was in diesem Haus passiert ist, und ich glaube, diesen Anblick vergisst man nie, alarmierte er die Polizei. Diese konnten allerdings perfekte Hand- und Schuhsohlenabdrücke im Blut von Evelyn sicherstellen. Wieder bei sich zu Hause angekommen, trank Richard dann das Blut von dem kleinen David, wobei er ihm erstmal seinen Penis abtrennte und ihn dann als Strohhalm benutzte. Dann aß er einige von Davids Organen, indem er einen Mixer benutzte, die da reinpackte und sie zu einem Smoothie verarbeitete. Den Körper des kleinen Jungen packte er in einen Karton und diesen legte er in der Nähe von einer Kirche ab. Ein FBI-Profiler nahm sich sofort diesem Extremfall an. Dazu hatten sie seine Handabdrücke und eine Zeugenaussage. Nach dem zweiten Mord hatte ihn eine alte Schulfreundin namens Nancy auf der Straße gesehen. Aber er war ja blutverschmiert und er sah so komisch aus und sie hatte richtig Angst vor ihm. Er wollte, dass sie ihn mit dem Auto mitnimmt, aber sie hatte viel zu viel Panik vor ihm und fuhr einfach weiter. Sie fand das komisch und meldete sich dann doch bei der Polizei, nur so für den Fall. Ich habe da was beobachtet, ich weiß nicht warum, aber es ist verdächtig. Im ganzen Bundesstaat wurde nach dem 22 Monate alten David gesucht, während andere Ermittler zu Richard fuhren, um ihn zu befragen. Doch er öffnete nicht die Tür. Und eventuell hörten sie, entweder hörten sie im Inneren Geräusche und dachten sich, oh, vielleicht ist da Gefahr im Verzug, lass uns doch mal die Tür eintreten. Oder sie warteten heimlich vor der Tür, bis er selber herauskam. Es gibt die und die Geschichte. Während der Vernehmung durch die Polizei wurde er auch von zwei Psychologen begutachtet. Diese sagten dann aus, dass er kein Fünkchen von Bedauern oder Schuld oder einem schlechten Gewissen zeigte. Ganz im Gegenteil, er erzählte ganz detailliert von seinen Taten. Als er auf dem Revier befragt wurde, durchsuchten andere Ermittler seine Wohnung und die fanden überall Blut. Am Fußboden, an den Wänden, sogar an der Decke, an Geschirr, was er benutzt hatte, am und im Kühlschrank und an und in jedem Getränk und Lebensmittel. Überall fanden sie menschliches Blut oder tierisches Blut. Also überall fanden sie Blut. Den Körper von dem kleinen David suchten sie immer noch und sie konnten ihn erst am 24. März 1978 finden. In einem kleinen Paket zwischen Kirche und einem Supermarkt. Der Prozess gegen ihn fing am 2. Januar 1979 an. Er plädierte, natürlich, auf unschuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit. Die zwei Psychiater widersprachen ihm da allerdings. Sie sagten, dass er zu jeder Zeit dieser Tat voll zurechnungsfähig gewesen wäre. Weiß ich nicht. Also, dass er nicht ganz knusper war, ist, denke ich, eindeutig. Dass sie ihn jetzt für voll zurechnungsfähig hielten, stimmt mich allerdings auch nicht ganz traurig. Bereits am 8. Mai 1979 wurde Richard dann in allen Punkten für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Da er Probleme mit seinen Medikamenten hatte, wurde er kurzzeitig aus dem Todestrakt in ein Krankenhaus verlegt, damit sie ihn dort nochmal ordentlich auf seine Medikamente einstellen konnten, bevor er dann wieder in den Todestrakt musste. Bereits am 24. Dezember 1979 versuchte er dann, mit einer Überdosis seiner Medikamente sich selbst das Leben zu nehmen, was er aber nicht schaffte. Erst ein Jahr später, am 26. Dezember 1980, nahm er dann alle Antidepressiva, die er hatte, und nahm sich so selbst das Leben. Und wie gesagt, am Anfang des Falls dachte ich, ach du Scheiße, ist der irre. Aber jetzt, ach du Scheiße, ist der irre. Der Film Rampage aus dem Jahr 1987 soll auf seinen Taten oder von seinen Taten inspiriert sein. Auch wenn man anhand des Trailers schon sieht, dass einiges weggelassen wurde und einiges dazugeschummelt wurde. Ich verlinke euch den Trailer trotzdem mal unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch davon selbst überzeugen. Ich bin jetzt leider nicht fertig geworden, ich mache das mal schnell. Fehlt nur Mascara und Lippenstift.
Und was nehmen wir heute aus diesem Fall mit? Verschließt auf jeden Fall eure Haustüren, aber wenn ihr, so wie ich, eigentlich immer ein offenes Fenster auf Klapp habt, dann stellt davor einen richtig schweren Blumentopf. Also so einen richtig schweren, wo du beide Hände brauchst, um den hochzuheben. Denn auch verschließbare Fenster, die mit dem Knopf, den du so reindrückst, die sind relativ leicht zu knacken und nicht besonders sicher. Doch wenn jetzt jemand versucht, bei mir zum Beispiel durch das Fenster zu kommen und auch das Schloss bricht, dann steht dieser Blumentopf so, dass man das Fenster nur einen Hauch öffnen muss, also ein bisschen mehr. Also eine Hand oder ein Arm passt da nicht durch. Und sonst würde der Blumentopf halt runterfallen. Und das macht ganz schön Lärm. Also dann würde nicht nur ich senkrecht im Bett stehen, sondern auch meine Nachbarn drumherum. Okay, und jetzt mal zu den Drogen. Es ist ja so, dass gerade in der Pubertät sich die ganzen Synapsen etc. neu verbinden. Und sich die Cannabinoide, also wir haben die ja selber im Körper, aber die dann durchs Kiffen, die setzen sich dann da drauf. Also zum Beispiel, das ist eine Synapse und wartet auf die Neuverbindung, die hier richtig gut draufpassen würde. Aber in diesem Fall, wenn man jetzt kifft, dann kommt der Wirkstoff aus dem Gras vorbei und sagt, Schille, hier passe ich auch voll gut drauf. Dann gibt es keine aktive, ungestörte Verbindung von dieser Synapse mehr. Das kann einen natürlich einschränken und auch zu psychischen Erkrankungen führen. Weiß ich jetzt nicht, ob es das wert ist. Also klar, es ist jetzt nicht, wenn man alle paar Monate mal einen rauchen würde, aber schon regelmäßig kann zu Beeinträchtigungen führen oder psychische Erkrankungen hervorrufen. Und es gibt natürlich auch viele, die sagen, ey, lieber Gras als Alkohol. Und prinzipiell bin ich auch dieser Meinung, denn Leute, die Alkohol trinken, sind eher laut und aggressiv und eher unentspannt, was bei Kiffern eher nicht so zutrifft. Und ich finde auch Gras für verschiedene Therapien in der Medizin sehr, sehr gut. Allerdings ist das heutige Gras, was im Umlauf ist, nicht mehr so natürlich, wie es früher war. Es gibt auch verschiedene Berichte, also auch von ehemaligen Drogendealern, die halt von Anfang an gesagt haben, dass sie nur natürlichen Kram verkaufen, also zum Beispiel Gras, Natur, natürlich, die jetzt gesagt haben, ey Leute, das geht nicht, ich kann es nicht mehr machen, weil das Gras ist mit so viel Chemie versetzt und das möchte ich nicht. Das möchte ich einfach nicht. Das ist saugefährlich. Also es werden Chemikalien oder Chemie mit reingemischt, die halt dafür sorgen, dass der Kick beim Kiffen wohl extremer ist, aber nicht mehr so lange anhält. Und man halt immer mehr konsumieren müsste. Also hat man jetzt nicht nur das Problem, dass natürliches Gras eine Neuvernetzung bei Teenagern erschwert oder verhindert, sondern man pumpt sich halt auch unwissentlich mit Chemikalien voll. Und das fördert Psychosen und psychische Erkrankungen nochmal mehr. Naja, das wollte ich einfach nochmal ansprechen, weil ich das sehr interessant finde. Die meisten von euch wird das wahrscheinlich nicht betreffen. Und Richard, sehr erschreckend. Seine Mutter hatte ja auch ähnliche psychische Erkrankungen. Also sie dachte ja auch, wie er halt auch dachte, dass man ihn vergiften würde. Seine Psychosen, ausgelöst durch seinen krassen Drogenkonsum, also der ist ganz sicher auf irgendeinem Shit hängen geblieben. Und das hat ihn zusammen alles sehr gefährlich gemacht. Ich weiß nicht, ob man ihn an irgendeinem Punkt hätte stoppen können. Er war eiskalt, skrupellos und irre. Also wirklich irre. Alle Opfer waren zufällig. Überall da, wo die Tür offen war. Niemand hätte sich dann, wenn er schon im Haus war, irgendwie vor ihm schützen können. Ein ganz, ganz gruseliger Typ, der zum Glück sein Leben selbst beendet hat und man sich da keine Sorgen mehr drum machen muss. Und um euch am Ende jetzt doch nochmal zum Schmunzeln zu bringen, weil dieser Fall war wirklich extrem, möchte ich euch noch eine Weisheit aus Richards Mund mitgeben. Jeder hat doch diese Seifenschale. Und wenn man die Seife hochhebt und sie ist trocken, dann ist alles gut. Aber wenn sie glitschig ist, dann hat man eine Seifenschalenvergiftung. Ach so, und ich, Dummkopf, dachte immer, es liegt daran, dass man sich vorher irgendwann die Hände mit der Seife gewaschen hätte. Bin aber auch doof. Mein Gott. Ja, wir haben wohl alle schon eine Seifenschalenvergiftung gehabt. Lass mich gerne wissen, was du von diesem Fall hältst. Ich glaube, wir können nur noch darüber diskutieren, ob man ihm hätte helfen können oder nicht. Und inwieweit seine Eltern dafür verantwortlich waren. Und auch die
Psychose oder psychische Erkrankung seiner Mutter, dass sie ihn aus der Psychiatrie geholt hat, dass sein Vater ihn auf Kaution rausgeholt hat, dass der Psychiater, also der leitende Arzt aus der Psychiatrie, ihn in die Obhut seiner Eltern überlassen hat, die ihm aber einfach nur eine Wohnung gekauft haben oder gemietet haben, weil sie ihn selbst nicht ertragen konnten. Ich glaube, das sind die Punkte, worüber wir diskutieren können. Über die Taten an sich gibt es keine Diskussionsgrundlage. Einfach nur eiskalt und skrupellos. Wer erschießt denn einen kleinen Jungen im Vorbeigehen? Wer ist so eiskalt? Also, und die Taten dann, oh Gott, nee, möchte ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Einer der schlimmsten, die wir hier hatten. Na gut, das ist der Look. Der Look wurde sich von Vera gewünscht. Sie wollte gerne Smoky Eyes, also kriegt sie Smoky Eyes. Und weil nur ganz schwarz einfach nur ganz schwarz aussieht, habe ich es hier vorne mit ein bisschen Glitzergrau aufgehellt und ausgeblendet habe ich es mit einem helleren Grau, was gemischt dann aussieht halt wie dunkelgrau. Aber dass es nicht nur schwarz ist, sondern man geht halt in ein paar Facetten rüber. Auch am unteren Wimpernkranz habe ich nur ganz leicht ausgeblendet, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte. Aber man kann das noch ein bisschen doller mit ein bisschen hellerem Grau weiter ausblenden. Dann sieht es halt noch ein bisschen rauchiger aus. Und ich hatte so einen Look jetzt schon lange nicht geschminkt. Und so ein kleiner Highlight, der öffnet das Auge dann noch ein bisschen. Dann ist es nicht ganz so schwarz. Also ganz schwarz wäre auch ganz kleine Augen und so. Aber so gefällt mir das sehr gut. Auch wenn es jetzt, ich glaube, 12 Uhr mittags ist. Meine Augen haben jetzt Gott sei Dank aufgehört zu drehen. Das heißt, ich kann den Look jetzt weitertragen, aber es ist natürlich für tagsüber schon extrem. Ich muss zwar nicht einkaufen, aber ich muss noch mit dem Hund raus. Es wird spannend. Es regnet, die Sonne scheint nicht. Ich kann mich also nicht unter einer Sonnenbrille verstecken. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag. Pass bitte gut auf dich auf. Triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal am Montag wünsche ich dir was. Und vergiss nicht, Pudding, der Gitarre spielt, schmeckt nicht.